Misslungen, misslungen, misslungen. Jalan hat's geschafft. Dann bist du der Einzige. Ja, du kannst die beiden Token vor dir sehen. Komm weiter auf euch zu. Das könnten auch Druiden sein. Die tragen auch manchmal so Kappen. Was für Dinger? Wald und Wiesen, Magier, die nicht lizenziert sind. Ja, die Sowas wie Abelmir. Sowas wie Abelmir, die Nee, beten Magier ist hier. ja, er ist ja Magier, die sind noch nicht mal Magier. Das sind Zauberkundige, die in Wäldern hocken oder so um den Dreh. Aber ich Beten dachte, man sowas Abelmir nicht ist ein Hexen? Scharlatan. Oh, mein Kopf. Also Ihr jedenfalls, seid. wir beten irgendwie Sumu an und sprechen mit Bäumen und mit Vögeln und. Aber du hast doch letztens auch noch von Sumo gequatscht, oder nicht? Nee, das war bei mir. So, ja. Also Ich Hexen. bin trotzdem kein Wald- und Wiesenmagier. Ich meine, ihr habt keine Lizenz. Ihr Das dürft hier ist was nicht nah dran. anderes. Können wir das Jedenfalls später lasst die Waffen besprechen? stecken. Ich bin mir sicher, sie wollen, dass nichts Böses. Ja, die Leute, ein älterer Herr mit einem langen weißen Bart und ein etwas jüngerer mit einem noch sehr schwarzen Bart, nicht ganz so lang wie der andere, kommen auf euch zu, behangen mit unzähligen Amuletten, mit verschiedenen, ja, der eine hat einen Stock dabei, auf den er sich stützt, ihr könnt einen Dolch oder sowas erkennen, viele, viele Schichten von Fellen und von Umhängen, von Mänteln, also sind da dann gegen die Natur sind sie gewappnet. Kommen an euch vorbei, greifen sich einmal kurz an ihre Kappe, es ist tatsächlich eine Widderkappe, die sie auf dem Kopf tragen, und grüßen nur mit einem guten Tag. Und gehen an euch weiter vorbei. Ich zwölfe zum Große. Bereine zum Große. Chor Bereine zum grüßt Große. euch. Guten Tag. Bin ich der Einzige, der versucht, freundlich zu den Örtlichen zu sein? Was wollen denn das für merkwürdige Gestalten? Also, Modegeschmack haben sie. Sie scheinen nichts von uns zu wollen. Und das ist, denke ich, das meiste, Immer dreht was sich nochmal um, dem Gaul hält ihn an. Gute Herren, entschuldigt. Habt ihr wir hier bleibt vor gerade stehen. Einem Tag vielleicht eine kleine Gesandtschaft gesehen von drei Reitern? Zwei davon irgendwie, glaube ich, schwer bewaffnet als Söldner und der andere mehr oder weniger als so ein Ausrufertyp. So Pomposen und so. Wie haben wir gesehen? Sind die hier durchgekommen? Vermutlich bis nach Wittmannhus, weiter wohl nicht. Warum nicht? Weil die wenigsten, die in Wittmannhus bleiben oder durchreisen wollen, dort auch sich wieder entfernen. Zumindest Warum nicht ist das? eine Hexe, die sich dort herumtreibt. Eine Eine Hexe? Hexe? Also wie meint ihr das? Also so eine Hexe, so eine böse Hexe oder was meint ihr? Oder wie? Ja, sie selber würde sich wohl nicht als böse bezeichnen, aber ich bin schon der Meinung, dass diese Satuarie-Tochter sehr egoistisch handelt. Oh, keine Sorge. Wenn sie sich da eine Hexe herumtreibt, die knöpfen wir uns schon fort. Das heißt, die verzaubert die Leute, die da durchkommen, deswegen kommt man da nicht durch oder die isst die auf? Na, sie sucht sich einige Wachen zusammen, die sie dann in diesem Dorf verteidigt. All diejenigen, die stattlich aussehen, möchte sie wohl bei sich behalten, wenn sie einen schwachen Geist haben. Danke, danke für die Information, guter Herr. Oh, habe ich Kopfschmerzen. Diese Krankheit rafft mich dahin. Ihr seid krank. Ach, wir haben uns alle irgendwie so einen schweren Schnupfen und was eingefangen. Wir haben gestern schon irgendwie gefroren nachts. Uns geht's momentan nicht so gut. Bei dem Wetter nicht zu verübeln, aber eure Lippen sind gelb. Ja, es kann sein. Ich habe so ein Stechen in der Brust und ach, der Tag hat nicht gut begonnen. Habt ihr vor kurzer Zeit auf einem Schlachtfeld gestanden? Nicht, dass ich wüsste. Doch, wir sind übers Mithraelsfeld doch geritten, oder? Nun ja, aber da ist schon lange keine Schlacht mehr gefochten worden. Schon mindestens seit waren die Orks da? Ich Seid glaube ihr verletzt worden durch eine rostige Klinge oder so etwas? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mal unter den Nagel getreten, aber ich glaube nicht. Chor-Tempel vielleicht. Die Klingen da sind nicht immer so ganz frisch, aber sonst. Nein, wenn ich das richtig sehe, dann ist die Krankheit schon etwas fortgeschritten. Was haben wir? Kennt ihr euch mit Krankheiten aus? Die Männer und Frauen von der Partien
rufen uns gerne als Priester, aber eigentlich sind wir Sumen. Wir sind Druiden. Das wird euch vielleicht etwas sagen. Ihr seid sowas wie mein Freund Abelmir da vorne, ja, das habe ich schon gehört. Ein entrüsteter Blick. Das glaube ich nicht. Aber kannst du so ein bisschen Verachtung erkennen, wenn er zu Abelmir guckt. Würdet ihr uns helfen? Habt ihr vielleicht etwas, was uns hilft? Und dass ihr uns zumindest sagen könnt, wie die Krankheit mindestens heißt, ist, wenn ihr uns nicht helfen wollt, weil ihr vielleicht Leute von uns nicht mögt oder so, aber... Was für Kräuter muss man dagegen nehmen? Genau. Alkoholisches Gebräu würde helfen. Wahrscheinlich aus der Juruga, aber die werdet ihr hier zu dieser Jahreszeit. Gullmond hilft natürlich immer gegen sämtliche Krankheiten. Also Alkohol und Gullmond, das kriegen wir zusammen, oder? Was ist mit Trashbad? Gullmond haben wir schon getrunken. Kennt ihr da, wo ihr herkommt, den Trashbad? Ja? Ich jetzt nicht. Gut, dann... Ah, die werdet ihr vermutlich hier bekommen. Trashbad, das müsst ihr als Salbe kaufen und euch einreiben. Ihr erkrankt an einem Fieber, an einem Leibgrimm, was den ganzen Körper zu schütteln beginnt. Wenn ihr sagt, dass es bereits in eurer Brust sticht, dann könnte es sein, dass ihr an einem baldigen Tod sterbt, aber ihr werdet schon wieder stärker werden, so wie ihr aussieht. Okay. Wo bekommt mich den Trashbad-Salbe jetzt her? Ich bin mir sicher, in 2 Mühlen oder so lässt sich welche herstehen. Bettruhe. Ihr solltet nicht mehr im Regen umherrennen. Etwas, was gegen allgemeines Fieber hilft. Reichlich lauwarme Flüssigkeit trinken. Lauwarmes Bier? Es steht ein Krieg bevor, guter Herr. Wie kannst du sich leisten, im Bett zu liegen? Zu viele Menschenleben werden sterben. Ein Krieg? Die dunklen Horden kommen. Sie haben geschwört. Er zeigt die Straße entlang von Osten. Sie kommen, unaufhaltsam. Wir haben geschwört, dass etwas die Erde erschüttert. Vor ein paar Tagen ist eine riesige Kluft entstanden. Aus Sumus Leib herausgerissen. Deswegen sind wir auf dem Weg in die Wälder. Zu unseren Brüdern. Und in eben jene solltet ihr euch vielleicht für einige Weile zurückziehen. Ja, wir wählen jenseits von Wehrheim. Wir werden zunächst erstmal in Richtung Randolphs Forst und dort mit unseren Brüdern vereinen. Danach beratschlagen wir in einem großen Zirkel, wie es weitergeht. Denn wenn wir es hier spüren, wenn dort drüben das Land geschändet wird, dann ist das gar gewaltig. Die Untoten werden kommen und dieser Drache wird sie anführen, wahrscheinlich. Es wird ganz schlimm. Wir sind die kaiserlichen Gesandten, um ihr alle wegzubringen. Wir wurden zu Gaugrafen und ihr habt nicht irgendwie noch einen Ratschlag für uns, außer dass wir, also vor allem, wo wir diese Trashbad-Salbe in kürzester Zeit herbekommen. Wir können euch einige Tränke mitgeben, die euch das Blut zurückgeben, wenn ihr es verliert. Aber ansonsten hilft dort nur Bettruhe. Oder ihr trinkt eben gegen an. Greift einmal in seinen Umhang viele kleine Fiolen, die ihr da erkennen könnt, und greift dann zu 1, 2, 3, 4, 7 Fiolen, die ihr euch dann rübergibt. Möchtet ihr was Gold dafür, mein Herr? Wir können mit dem Gold nichts anfangen. Wenn ihr Gutes tut und dabei seid, diese Menschen hier zu evakuieren und ihn von den Gefahren kündet, dann ist dies ein gutes Werk. Ereignissen berichten, dann lachen sie uns meist nur aus, aber nehmen unsere Tränke dennoch. Habt vielen Dank, gute Herren. Vielleicht könnt ihr die Leute in den abgelegenen Siedlungen informieren, dass sie sich nach Süden zurückziehen sollten. Weg von der Reichsstraße. Wie gesagt, sie nehmen uns nicht ernst. Wir sind die Verrückten aus dem Wall, die mit den Krähen sprechen. Wenn wir von Gefahr reden, dann nehmen sie uns nicht ernst.
Dann sagt es zumindest euren Brüdern, dass ihr weit fern von der Reichsstraße sein solltet. Ihr wollt jetzt in Richtung Süden an Ergau vorbei, nach zwei Mühlen, ja? Ich bin nicht mehr sicher. Wenn ihr von dieser Hexe sprecht, sollte man ihr wohl schnell das Handwerk legen. Wir sollten vielleicht zunächst nach Talf. Glaubt ihr, seid die Ersten, die es versuchen? Wir sind die Ersten, die Erfolg haben werden, scheinbar. Wie viel Mann hat sie denn unter ihre Kontrolle gebracht? Ich glaube, in dem Dorf wohnen an die 200, sagen wir 220 Mann. Zunächst waren sie klein, aber sie hat immer mehr, vor allem Männer, an sich gebunden, die ihr gehorchen oder an den Lippen hängen. Nun, wir werden zu ihr gehen müssen, mit ihr reden müssen. Schon bald werden Tausend und Abertausend natürlich dieses Dorf kommen. Wisst ihr denn, welchen Trick sie anwendet? Habt ihr da eine Idee? Die Satuaria-Töchter geben ihre Geheimnisse nicht gern preis, aber vermutlich wird das zusammen mit ihrer Katze. Irgendwas heckt sie aus. Sie blickt euch in die Augen, gibt euch vielleicht einen Kuss oder so etwas. Vielleicht kommt ihr auch nur zu nah an sie heran und sie spendet euch einen Augenaufschlag. Wir halten uns von den Sato-Töchtern fern. Danke für die Hinweise. Dankeschön. Immer greift nochmal nach dem Alkohol, trinkt einen Schluck Alkohol, öffnet dann den Korken. Danke dafür. Und trinkt dir das, was er ihm da gegeben hat, auf einen Exec. Kein Fiolchen. Gullmond, Traschbartsalbe, Alkohol. Viel Erfolg. Wohlrecht. Raffin nimmt seine Flasche Schnaps vom Gürtel. Gib ihm. Wir sonst noch jemand? Wir brauchen mehr Schnaps. Ja, bitte. Und immer hat so ich euch jetzt zugebe recht. Wir brauchen mehr Schnaps. Und ihr wolltet noch, dass ich nur ein Fass kaufe. Gut, dass ich nicht auf euch höre. Einmal mehr habt ihr mit eurer Bauernsteuer recht, Raffin. Ja, während die beiden weitergehen, könnt ihr sie wohl noch murmeln hören. Mittlerweile, Könnt ihr wohl noch sie murmeln hören durch den Regen. Hoffentlich kommen die Trolle. Hat dann jemand Trolle gesagt? Nicht fragen. Das ist nicht Bauernsteuer, mein Herr. Das ist das Wissen eines wahren Gaugrafen, das so zu euch spricht. Wisst ihr, ich habe mal einen leibhaftigen Troll gesehen. Zwei, um genau zu sein. Habt ihr denn mit Trollen zu tun? Lange Geschichte. Erzähle ich euch auf dem Weg nach Ergau. Okay,